Wie schafft man es, Sorgen, Ängste oder sogar psychische Probleme bei Gott abzulegen? Klar kann man ein gutes Gebet haben oder sagen, ich lege es ab, aber wie schnell verfällt man wieder in alte Gewohnheiten und legt es doch nicht ab? Hi, schön, dass du dabei bist. Ich habe mir diese Frage ausgesucht für diesen Sonntag, denn ich glaube, das ist ein sehr spannendes, auch aktuelles Thema, aber auch ein Thema, wo viele Christen etwas im Grunde falsch verstanden haben. Denn ich höre immer wieder dieses Verständnis, dieses Bewusstsein, wenn man nur richtig betet, wenn man nur richtig glaubt, hat man überhaupt keine Probleme, keine Sorgen und vor allen Dingen überhaupt null psychische Einschränkungen mehr im Leben. Wenn ich jetzt aber in die Bibel reingucke, dann stelle ich fest, das ist anders. Fangen wir mal bei dem Letzteren an, bei psychischen Problemen. Tatsächlich gibt es in der Bibel eine ganze Reihe von Personen mit psychischen Problemen. Und diese Probleme bei den Personen, die hören durch Gebet nicht einfach auf. Manche tragen sie bis ans Lebensende, scheitern sogar abgrundtief an ihrer eigenen Seele. Was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, psychische Probleme sind nicht dasselbe wie Sorgen. Und diese Punkte sollte man auch unterschiedlich betrachten. Und das ist das, was ich mit dir heute gerne machen möchte. Psychische Probleme bedeutet, da ist irgendetwas kaputt in uns drin, etwas krank, etwas so beeinflusst, dass es uns beeinflusst, unser Leben beeinflusst, dass es uns behindert in unserem alltäglichen Umgang mit Menschen, unserem Umgang mit Dingen, in unseren Gedankenwelten, so dass wir wirklich eingeschränkt werden. Psychische Probleme sind, wenn man das jetzt als so eine Krankheit betrachtet, am Ende nichts anderes wie ein gebrochener Arm oder ein gebrochenes Bein. Natürlich kannst du jetzt hergehen und sagen, ja, Gott kann noch alle Krankheiten heilen und ich muss nur beten und dann wird alles gut. Und tatsächlich gibt es das auch und ich erlebe das auch manchmal, aber in der Regel ist es doch anders. Also wenn ich einen Schnupfen habe, dann bete ich natürlich, Jesus, mach mich gesund, aber ich gehe auch zum Arzt und hole mir Medikamente. Wenn ich eine ganz schwere bakterielle Entzündung habe, dann brauche ich Antibiotika, ansonsten weiß ich, dass ich sterben könnte. Und bei psychischen Problemen, wenn du fragst, wie man die los wird, muss ich dir sagen, würde ich dir wirklich raten, als erstes mit Fachleuten zu sprechen. Natürlich, und das, wenn du meine Videos schaust, dann kennst du da meine Überzeugung schon, das ist mir wirklich wichtig, nicht nur mit Psychotherapeuten, sondern mit wirklich vielen Fachleuten. Ich rate immer dazu, wenn man merkt, dass da psychisch irgendwas nicht in Ordnung ist, sprich mit deinem Pastor, mit einem Seelsorger und such mit dem gemeinsam oder mit der gemeinsam dann nach weiteren Gesprächsmöglichkeiten, Psychotherapeuten, Ärzte, vielleicht Kliniken. Da gibt es eine ganz große Brandbreite, sodass du lernen kannst, mit dem, was dich da belastet, umzugehen. Das ist kein Klick und Gebet und von jetzt auf gleich ist alles schön. Das ist ein langer Prozess. Ein Prozess, in dem man zu lernen hat, mit sich selbst umzugehen, sich selbst anzunehmen und zu akzeptieren und zu wissen, dass das auch in Ordnung ist, so zu sein, wie man ist. Ich bin total dagegen, dass wir so eine Art perfekten Menschen schaffen wollen und dass alle Menschen sich an diesem perfekten Menschen zu orientieren haben, der dann aufgeschlossen ist und angstfrei und ohne jegliche psychische Einschränkung. So hat Gott die Welt nicht gemacht. Und ich bin überzeugt, Gott liebt dich und er sagt Ja zu dir, so wie du gerade bist. Aber das zu akzeptieren und damit umzugehen, das ist ein langer Prozess, ein wirklich langer Prozess. Das geht nicht mit einem Gebet. Du sagst es selbst, da verfällt man schnell wieder in alte Verhaltensmuster. Aber es geht, das kenne ich aus vielen Berichten, aus vielen Lebensberichten, aber auch aus den Berichten der Bibel, dass man das, was einem persönlich nicht so gefällt an der Psyche, integrieren kann in das eigene Leben und Wege finden kann, damit gut, wirklich gut umzugehen. Gut, das ist jetzt natürlich das Extremding, ne? Psychische Probleme. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, such dir jemanden zum Reden, bete darüber und such dir auch jemanden Professionelles aus medizinischer Richtung, sodass du da gute Lösungen finden kannst. Es gibt aber was anderes noch als psychische Probleme und das werfen wir Christen manchmal so in einen Topf und sagen so, alles klar, hier das, alles Ängste, Sorgen, Böse und Ängste sind Sünde und deswegen, pass auf, es gibt Ängste. Ja, das ist das Zweite. Es gibt Ängste. Aber diese Ängste sind im Grunde gut und von Gott. Angst ist eine Emotion, die unser Leben schützt. Wenn ich an der Autobahn stehe und Angst habe, darüber zu laufen, dann ist das vollkommen normal und richtig. Wenn ich oben auf einer hohen Brücke stehe und Angst habe, runterzufallen, dann ist das normal und richtig. Wenn vor mir ein
zwei Meter großer, zwei Meter breiter Typ mit einer großen Pumpgun steht und ich Angst habe, dem dumm zu kommen, dann ist das gut und richtig. Angst ist eine gesunde, sehr, sehr gesunde Emotion, die unser Leben schützt. Nun passiert es aber manchmal, dass wir mit dieser Angst ein Stück weit übertreiben. Dass wir also Dinge erlebt haben, aufgrund deren wir Ängste entwickelt haben, von denen wir denken, dass sie unser Leben bedrohen, die aber eigentlich gar nicht unser Leben bedrohen, sondern die, ja, wie soll ich sagen, die nur in unserem Kopf schwierig sind. Und mit solchen Ängsten kann man auch wieder umgehen. Auch da wieder mit jemandem reden. Ich bin nicht sicher, ob du mir folgen kannst. Es gibt zum Beispiel die Angst vor Hühnern, weil jemand mal als Kind von einem Huhn verfolgt worden ist. Oder es gibt die Angst vor der Dunkelheit, weil man im Dunkeln mal was ganz, ganz Schlimmes erlebt hat. Dabei ist Dunkelheit etwas völlig Normales, tritt jeden Tag auf, ist von Gott gemacht. Und wir brauchen uns da nicht zu fürchten. Ganz oft gibt es in der Bibel Situationen, wo man abwägen muss. Wo man also genau überlegen muss, was ist das jetzt? Ist das eine gesunde Angst? Also Respekt vor der Situation? Oder ist das eine ungesunde Angst, weil man nicht glaubt, dass vielleicht Gott etwas tun könnte, dass Gott einen beschützt, dass Gott an einer Seite ist? Und an der Stelle sage ich dir, rede mit jemandem. Rede mit jemandem und geh auch mit Gott ins Gespräch. Die besten Bücher, um mit Angst umzugehen, sind, glaube ich, die ganz, ganz vorne in der Bibel. So die Mosebücher, Josua, also Landnahme. Das finde ich extrem spannend. Der Typ, der hat regelmäßig Angst. Also er hat Respekt vor den Leuten, die da ihm gegenüberstehen, weil er weiß, das kann echt gefährlich werden. Aber was er macht, ist, er redet mit Gott. Er geht die ganze Situation mit Gott gemeinsam durch. Er spricht mit ihm das, was ihn beschäftigt, an. Er spricht das, was ihm Angst macht, an. Und er fragt Gott, Gott, was soll ich tun? Und das Spannende ist, Gott antwortet dann. Gott gibt eine ganz, ganz tiefe Gewissheit im Herzen, was richtig ist und was falsch ist, was man tun kann und was man lassen sollte. Und diesen Weg dann zu gehen, das ist ein Weg, auf dem man keine Angst haben braucht. Du merkst, ich bin da so ein bisschen schwammig. Das liegt daran, dass Angst so ein Zwischending ist. Also normal, gesunde Emotionen, ja, aber manchmal wird es auch psychisch. Dann bist du bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, such dir jemanden zum Reden, suche jemanden, wo du weiterkommen kannst, damit du das integrieren kannst, damit umgehen kannst. Es kann aber auch sein, dass diese Ängste so, oh, ich will das nicht runterspielen jetzt bei dir, ich wollte jetzt gerade sagen, so lächerlich sind, aber das meine ich damit nicht. Dass die Ängste so niederschwellig sind, also so unbeeinflussbar sind, dass man sich darüber eigentlich gar keine Sorgen machen muss. Also, dass Ängste Sorgen werden. Und da gibt es einen Unterschied nochmal. Also es gibt einen Unterschied zwischen psychischen Erkrankungen und Ängsten und Sorgen. Natürlich ist das jetzt an dieser Stelle von mir so ein Unterschied in den Vokabeln. Das füllt jeder anders, da spricht jeder ein bisschen anders drüber. Aber ich bin da sehr beeinflusst von dem, was auch in der Bibel drinsteht. Da gibt es Angst und Furcht und Sorgen. Und zu Sorgen sagt Jesus Christus ganz deutlich, macht sie euch nicht. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Und mit Sorgen meint er dann die Dinge, die wir sowieso nicht beeinflussen können. Also Jesus sagt, mach dir doch keine Gedanken um das, was morgen passieren wird. Wir wissen nicht, welche Krankheiten durch diese Welt ziehen. Wir wissen nicht, welche Vollidioten irgendwo einen Krieg anzetteln. Wir können uns nicht auf alles vorbereiten. Und es bringt auch nichts, die ganze Zeit drüber nachzudenken, was morgen kommen könnte. Denn das ist etwas, was nicht in unserer Hand liegt. Natürlich sollen wir planen und überlegen, was ist dran, was ist richtig, was ist gut, wie wollen wir die Welt gestalten. Das ist genau das, was in der Bibel drinsteht. Die Leute beten, das habe ich dir eben erzählt, und sie hören von Gott, was sie tun sollen, und dann tun sie das auch. Aber das ist das, was in unserer Hand, in deiner Hand liegt, zu überlegen, was ist gut, was ist richtig, was will ich und was nicht. Und dann gibt es das, was nicht in deiner Hand liegt, nämlich das, was du nicht beeinflussen kannst. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, da rein kannst du dich versetzen. Da sitzt eine Mutter zu Hause und ihre Kinder sind auf dem Weg zur Schule. Jetzt kann die Mutter sich Gedanken und Sorgen um ihre Kinder machen, was alles passieren könnte, dass da ein Auto kommen könnte, dass sie nichts zu essen kriegen, dass sie auf die Fresse gehauen kriegen, dass sie eine schlechte Note schreiben, dass sie von den Lehrern geärgert werden. Man kann sich über alles mögliche Gedanken machen. Aber mal ganz ehrlich, kann man es beeinflussen? Könnte eine Mutter beeinflussen, ob ihr Kind in der Schule gemobbt wird? In dem Moment, wo das Kind in der Schule ist, nicht. Vorher, ja, da kann man drüber reden und über
gute, wertvolle Gedanken nachdenken, die man sich selbst machen kann, über Selbstwert, also über die Annahme von sich selbst. Das hilft schon sehr stark gegen Mobbing. Man kann im Nachhinein darüber sprechen, dass man sagt, was war da, was kann man in Zukunft anders machen. Aber in der Situation, wo man es nicht beeinflussen kann, da kann man nichts tun und da bringt auch keine Sorge einen irgendwie ein Stück weiter. Und das ist wiederum ein Verstehensprozess, ein Prozess, den man gemeinsam im Gebet angehen kann, wo man also sagen kann, ey Gott, ich merke, ich mache mir Sorgen über Dinge, die ich nicht in meiner Hand habe. Bitte hilf mir, das dir abzugeben und dir zu vertrauen, dass du die Dinge in deiner Hand hast. Und dann ist es auch eine Sache des Einübens, also des immer wieder sich Bewusstmachens. Vielleicht hängst du dir irgendwo einen dicken Zettel übers Bad, übers Bett, über den Ort, wo du dir immer wieder Sorgen machst, wo drauf steht, mach dir keine Sorgen. Oder du kannst es nicht beeinflussen oder du brauchst es nicht beeinflussen. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Ich glaube, es ist nicht so eine Sache von Schnips, Gebet und alles ist super. Ich glaube, die Sache mit Ängsten und Sorgen und solchen derartigen Gefühlen in uns drin ist eine echt tiefliegende Sache. Eine Sache, die uns zutiefst bewegt, weil wir andere Menschen lieb haben, weil wir Dinge beeinflussen möchten, weil wir Dinge in der Hand haben möchten und sie festhalten möchten. Aber vieles haben wir nicht in der Hand. Und an der Stelle ist es wichtig, weise zu sein und zu überlegen, nachzudenken, genau dran zu sein, was ist das, was in meiner Hand liegt und was ist das, was nicht in meiner Hand liegt. Das, was in meiner Hand liegt, das kann ich beeinflussen, das kann ich planen, da kann ich drüber nachdenken. Und das, was nicht in meiner Hand liegt, da muss ich nicht drüber nachdenken. Das kann ich Gott abgeben. Und das ist nicht einmal beten, sondern immer wieder und wieder und wieder sagen, Gott, kümmer du dich darum. Ich glaube, dass in diesem, ja, das ist ein Lebensstil, Kraft liegt. Vor allen Dingen auch Entspannung und Hilfe liegt für dein Leben, für das, was dich bewegt. Und ich wünsche dir, dass du das entdeckst, dass du nicht glaubst, du betest falsch, du glaubst falsch oder du bist falsch, sondern dass du vielmehr entdeckst, wo du richtig bist und richtig tickst und wie du damit die Welt um dich herum gestalten kannst. Denn Gott hat dich in diese Welt gesetzt und ich glaube, er will dich gebrauchen. Er wird dich gebrauchen. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Ansonsten, hey, schreib mir eine Frage hier, schreib einen Kommentar bei Telonym. Lass uns im Gespräch bleiben. Wirklich, lass uns da gerne weiter nachdenken. Ansonsten wünsche ich dir eine gesegnete Woche. Bis bald. Ciao.